Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Talk Neustart Gründerzeit. Und wir nehmen gleich die Themen auf, die heute hier auf dem Bundesparteitag besprochen werden und in den nächsten Tagen vertieft werden in der Wahlprogrammdebatte. Und wir haben uns dafür Gäste eingeladen, die heute mit uns diskutieren wollen über diese Frage. Und zu meiner Linken sitzt Dr. Sophie Schung, Gründerin im Jahr 2016 in einem renommierten Unternehmen und eine renommierte Gründung, die sie gemacht hat. Und ich sage noch nicht welche, sondern das sagt sie gleich selbst. Und wir haben dazu geschaltet Professor Dr. Andreas Pinkwart, den Wirtschafts- und Innovationsminister aus Nordrhein-Westfalen. Ein herzliches Willkommen an alle, an Sie, an euch, auch hier beim Zuschauen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier heute in der Runde beim Du bleiben. Und Sophie, ich habe gerade gefragt, was hast du denn gegründet? Du bist Gründerin 2016 und ich kann so viel verraten, ich glaube im Medizinbereich. Ja, das ist richtig. Also ich selbst komme ja aus dem Medizinbereich. Ich bin Ärztin vom Hintergrund her, aber über viele Ecken bin ich dann sozusagen 2016 nach Berlin gekommen und habe mein Unternehmen gegründet, das heißt QNO Medical. Und wir sind eine digitale Plattform, die Patienten hilft, den richtigen Arzt zu finden. Ganz einfach eigentlich, aber das über Grenzen hinweg. Wir arbeiten mit Ärzten und Krankenhäusern in über 36 Ländern zusammen und haben Patienten aus über 200 Ländern, also eine richtige globale Matching-Plattform quasi zwischen Arzt und Patient. Und das machen wir seit 2016. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du einen ganz besonderen Grund hattest, wieso du dich entschieden hast zu gründen. Welcher war das? Ja, also ich war ja Ärztin und dann war ich in der Unternehmensberatung und dann war ich bei einem anderen Start-up. Und das, was mich immer so geärgert hat im Gesundheitssystem, war, wie Patienten behandelt werden. Und gar nicht aus medizinischen Gesichtspunkten, sondern wie man als Patient, als Mensch behandelt wird in diesem Gesundheitssystem. Und das ist etwas, was mir nie gefallen hat, wo ich mir immer gedacht habe, das muss besser gehen. Und weil ja, sich irgendwie nie was getan hat, dachte ich mir so, okay, bevor ich jetzt da sitze und mich weiterhin darüber ärgere, muss ich was tun und wollte so meinen eigenen Beitrag dazu leisten und dachte mir so, okay, ich muss jetzt auch mal in die Vorleistung gehen und einmal meine Ideen in die Praxis umsetzen und auch mal zeigen, wie ich denn glaube, wie Patienten behandelt werden müssen, wie sie durch den gesamten die Gesundheitsjourney gehen müssen und wie das sozusagen in einer guten Zukunft aussehen kann. Und das war so die Grundmotivation dahinter, dann ja selbst mit anzupacken. Ich sehe einen zufriedenen Andreas Pinkwart. Was tun, anpacken, das hört ein Wirtschafts- und Innovationsminister gerne. Andreas Pinkwart, ich darf fragen, tun wir denn genug in unserem Land dafür, dass so viele wie Gründungen überhaupt passieren können? Könnten mehr Gründungen passieren? Und was sind vielleicht auch noch Rahmenbedingungen, die wir verbessern müssen, damit noch mehr Menschen den Weg gehen, den Sophie gegangen ist, den sie gerade beschrieben hat? Ja, also erstmal möchte ich Sophie gratulieren, dass sie das so toll auch wirklich mit dem Mut umgesetzt hat, bei ihrer Qualifikation und so weiter. Ist das natürlich nochmal ein großer Schritt, zu sagen, ich bleibe nicht vielleicht gut bezahlt in einer unselbstständigen Tätigkeit, sondern ich setze einfach meine Idee um. Das finde ich so toll. Und Politik sollte das ermutigen. Politik sollte dafür gute Rahmenbedingungen setzen. Und das, was Sophie mit Blick auf das Gesundheitssystem beschrieben hat, das sehen wir ja auch im Bereich Gründung. Das ist zum Teil noch sehr schwerfällig, sehr analog. Deswegen haben wir uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gemacht und haben gesagt, das muss alles vom Sofa aus digital möglich sein und haben in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen dazu ein Wirtschaftsservice-Portal aufgebaut, mit dem alle Aktivitäten, die Unternehmen mit dem Staat zu erledigen haben, über ein und dasselbe Portal auch abgebildet werden können. Und zwar medienbruchfrei, voll digitalisiert. Das kann sehr vieles vereinfachen und beschleunigen. Aber wir sehen immer wieder, es gibt auch Themen, die würden wir gerne auf das Portal nehmen, die würden wir gerne digitalisieren, zum Beispiel Beglaubigungen. Das geht dann nicht, weil die Gesetze dagegen sprechen, auch Bundesgesetze. Jetzt sind wir zum Beispiel im Bundesrat unterwegs, um hier auch zusätzliche Anstöße zu geben, Initiativen zu ergreifen, dass wir Ich uns wollte mit gerade sagen, aber unkomplizierten Regelungen ausstatten. das bremst doch einen Andreas Pinkwart nicht, wenn es darum geht, an dieser Stelle Hürden abzubauen und Verwaltung auch zu modernisieren und Prozesse zu beschleunigen. Sophie, wenn du die Liste ergänzen könntest, um die Themen, die aus Sicht von Gründerinnen wichtig sind, vielleicht aber gerade auch besonders aus der Sicht von
Gründerinnen wichtig sind, will das nochmal unterstreichen. Welche Punkte würdest du uns da heute diktieren und sagen, das müsst ihr unbedingt berücksichtigen? Ja, also Andreas hat da schon viele gute Punkte genannt und weil du auch gerade das Thema Gründerinnen genannt hast, das ist ja ein sozioökonomisches Problem. Das ist ja, wird ja oft immer so diskutiert, was muss man denn tun? Und wenn es dazu ein Rezept gäbe, glaube ich, hätte man das schon längst getan. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig. Nichtsdestotrotz kann man durchaus irgendwo anfangen. Und ich sage immer, zum Gründen braucht man drei Sachen, um erfolgreich zu sein. Das ist einmal Kapital, das ist zweitens Talent und das ist drittens persönliches Glück. Und ich finde, daran kann man sich orientieren. Das Thema Kapital ist einfach unheimlich wichtig. Kapital ist ein Wettbewerbsvorteil oder Nachteil für jeden einzelnen Gründer und für jedes Startup, egal wo dieses Startup gegründet wird. Und wenn man das jetzt wirklich ernst meint, in Deutschland da eine Gründernation daraus zu machen, muss man sich wirklich überlegen, wie bekommt man denn mehr Kapital mobilisiert. Und ich sage sehr beabsichtigt mobilisiert, weil ich glaube, also Deutschland ist ein reiches Land. Deutschland hat unheimlich viele Unternehmer. Deutschland hat unheimlich viel Geld. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man denn einen Teil dieser finanziellen Kapazitäten auch noch mehr in Richtung Startups mobilisiert? Das ist, glaube ich, eine große Frage. Und dann ist da natürlich die Subfrage, wie kriegt man das dann ausgleichend auch mehr in Startups mobilisiert, die von Minderheiten gegründet wird? Und ich sage ganz bewusst Minderheiten, weil Frauen gehört sozusagen in diesem Kontext zu Minderheiten, gehören aber auch sozusagen zum Beispiel Migranten in das Thema Minderheiten. Und man weiß ja, dass es diesen berühmten Thomas-Effekt gibt, ne, dass ein Thomas ja viel lieber in einen Thomas investiert, als in wen, der einem nicht so ähnlich ist. Und ich glaube, da kann man aus politischer Sicht einfach ganz stark und ganz gut auch ansetzen und sich da Maßnahmen überlegen. Und wir haben ja Diversität. Ja, Sie haben jetzt den Startup-Monitor gesehen mit der Naumann-Stiftung, Sonderauswertung, höchster Anteil von Gründern mit Migrationshintergrund Nordrhein-Westfalen. Das halte ich zum Beispiel auch für ganz wichtig. Genau dieser Thomas-Effekt, den müssen wir umkehren. Wir müssen andere Beispiele geben. Das muss gelebt werden können. In Deutschland ist man einfach in einer Aufholjagd mit anderen Märkten und gerade was sozusagen die USA angeht. Und ich habe mich sehr, sehr bewusst dafür entschieden, nach Berlin zu kommen und zu gründen. Und ich habe dafür relativ viel. Das freut mich natürlich. Ja, sehr. Das freut mich auch noch und okay, weiterhin. Ich bin gespannt. Nee, ja. Aber das hat mir natürlich auch viel Kritik eingebracht, weil auch meine amerikanischen Kollegen auch gesagt haben, du bist verrückt, wieso bleibst du nicht in New York, wieso gehst du nicht in Silicon Valley, du bist schon da, wieso gründest du nicht dort? Und für mich war sozusagen, wie gesagt, diese drei Dinge, Finanzierung, Talente und persönliches Glück waren mir einfach sehr wichtig. Ich wusste, dass wenn ich mich committe, jetzt irgendwo zu gründen, dann werde ich da wahrscheinlich meine nächsten 10 Jahre mindestens verbringen müssen. Und für mich war ganz klar, meine nächsten 10 Jahre möchte ich in Europa verbringen. Na, also man guckt immer in die USA und sagt, dort sind die großen Finanzierungsrunden möglich. Ein großer Teil des Geldes, das in den USA fließt, ist gar nicht amerikanisches Geld auch. Also natürlich auch zu einem gewissen Teil, aber das kommt auch sozusagen international. Also es kommen auch sehr, sehr viele große internationale Investoren, die dann in amerikanische Venture Capitalist Firmen dann investieren, um das dann zu machen. Und ich glaube, diese Frage muss man sich auch in Deutschland stellen. Wie kriegen wir sozusagen sowohl deutsches Geld mobilisiert, aber auch wie machen wir denn diesen Standort Deutschland attraktiver, sodass wir internationales Geld nicht in die USA verlieren, sondern dass auch Investoren in deutsche VC-Firmen investieren, um dann sozusagen dieses Geld an deutsche Startups auszuschütten. Weil Startups gibt es genug und die internationalen, die kommen trotzdem. Also es ist ja fast jeder namhafte Investor hat mittlerweile ein Office in Berlin, weil es hier eine unheimlich gute Startup-Community gibt. Wir machen es denen nur unheimlich schwer. Welche Rolle spielt denn dabei, auch mal die Frage auch an dich, Sophie, welche Rolle spielt denn dabei KI, künstliche Intelligenz? Brauchst du da eine KI-Roadmap für die nächsten Jahre, auch in deinem Erfahrungsbereich vielleicht? Ja, also die KI spielt eine große Rolle. Das ist die nächste Phase der Innovation. Und wie wir alle wissen, basiert KI auf Daten. Und wer sozusagen den größten und besten Datenschatz hat, der wird schneller und besser basierend auf KI entwickeln können. Das ist im Gesundheitsbereich der Fall. Das sind Themen, die in meinem Unternehmen sehr, sehr aktuell und akut sind, aber in vielen anderen Bereichen auch. Und das wird, also die KI wird nicht weggehen. Ne? Also das wird mehr und immer bedeutender werden. Und
aktuell habe ich manchmal so den Eindruck, dass man in Deutschland noch immer sich über die Rolle der KI irgendwie unterhält und ob das jetzt irgendwie wichtig ist oder nicht. Und ich glaube, darüber hinaus muss man mal sein und man muss sich ja einmal positionieren und sagen, wollen wir dabei sein? Und auch hier wieder, gegen wen stehen wir gerade im Wettbewerb? Und wir stehen ganz klar mit den USA und wir stehen ganz klar mit China im Wettbewerb, ne? Und nicht mit irgendwie einem anderen europäischen Land, sondern da gibt es einfach ganz, ganz große Player da draußen. Und dann muss man sich überlegen, okay, und was machen wir, damit wir mit diesen großen Playern wettbewerbsfähig sind? Wir wollen dabei sein, aber wir müssen jetzt nicht der Erste sein. Und das ist auch total okay, aber man darf nicht in dieser Schizophrenie drin sein, zu sagen, okay, wir wollen, aber dann tun wir es nicht. Und ich will eins sagen, im Vergleich zu USA und China haben wir einen riesigen Vorteil und den sollten wir ausspielen. Wir haben eine sehr stark wissenschaftsgetriebene KI bei uns und wissensgetriebene KI und die ist auch hier schon sehr lange entwickelt. Wenn man mal in Silicon Valley geht, zu Google, zu anderen, dann wird man sehen, viele dieser tollen Köpfe dort kommen aus Deutschland. Ja, ich kann das aus der medizinischen Praxis bestätigen. Also ich bin fester Überzeugung, dass die KI noch sehr, sehr, sehr lange brauchen wird, bis sie einmal einen Arzt ersetzt. Ne? Und diese Diskussion gibt es auch immer so, irgendwann gibt es nochmal Roboter und es gibt keine Ärzte mehr. Ich war selbst Ärztin, ich bin selbst als Ärztin ausgebildet worden, habe im Krankenhaus gearbeitet. Wir sind alle am Ende noch Menschen und ich glaube, Menschen müssen von Menschen behandelt werden. Was die KI aber macht, meiner Meinung nach. Und ich glaube, so muss man das diskutieren. Die KI erlaubt es den Menschen, mehr Mensch zu sein. Und die Tätigkeiten, wofür man eigentlich keinen Menschen mehr braucht, die überlässt man der KI oder die KI sozusagen unterstützt sozusagen das menschliche Tun. Und ich habe immer so den Eindruck, dass die KI immer in Konkurrenz mit der menschlichen Arbeitskraft diskutiert wird. Und ich glaube, am Ende wird die KI wunderbar für viele Fachbereiche und Themenbereiche eingesetzt werden können. Aber ich, vielleicht bin ich da auch zu konservativ, aber ich sehe noch keine nahe Zukunft, wo die KI wirklich den Menschen und diese zwischenmenschliche Beziehung und dieses zwischenmenschliche Arbeiten irgendwann ersetzen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die KI ganz viel Potenzial mitbringt, um mehr Menschlichkeit in das gemeinsame Tun, wie gesagt, gerade im medizinischen Bereich, ich bin mir ganz sicher, dass das in vielen anderen Bereichen auch der Fall ist, reinbringt und es uns erlaubt, da wirklich Potenziale auszuschöpfen. Andreas Pinkwart nickt zufrieden. Ist, glaube ich, ich finde es wichtig, dass wir darüber heute sprechen, weil mein Eindruck ist, dass auch wenn wir immer wieder sagen, wir wollen in Deutschland den Anschluss zum Silicon Valley finden, wir wollen das neue Silicon Valley werden, das auch bei vielen mit Ängsten verbunden ist, weil Silicon Valley ist nicht für jeden positiv besetzter Begriff. Also was passiert mit Wohnraum, was passiert mit Infrastruktur, was passiert da eigentlich mit meinem Lebensumfeld? Und von daher finde ich es gut, auch über diese Frage zu sprechen und auch gute Beispiele dafür zu haben. Und das muss, glaube ich, euch auch als Gründer und uns als Politik immer wieder auch bewusst sein, dass wir das sehr deutlich auch in den Mittelpunkt von Debatten stellen müssen. Ja, absolut. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, da kann man wirklich die Stärke der deutschen Politik herausspielen. Wir sind eben nicht, wir sind keine amerikanische Gesellschaft. Wir sind im Bereich des Kapitalismus weit nicht so stark ausgerichtet, wie man das in den USA wiederfindet, wie man das im Silicon Valley wiederfindet. Wir haben soziale Systeme und all diese Sachen. Und ich glaube, das steht eben nicht in Konkurrenz zueinander, sondern in Synergie zueinander. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man wirklich dann gibt es gar keinen Grund mehr, nicht in Deutschland zu gründen, sondern dann kommen alle nach Deutschland. Das war doch ein hervorragendes Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen unserer heutigen Diskussion bei Neustart Gründerzeit und ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken für den Talk, für den spannenden Austausch. Ich glaube, wir haben viel Konkretes gehört, viel, was noch in Aussicht hier heute auf dem Parteitag auch diskutiert wird und in den nächsten Tagen auf dem Bundesparteitag und dann in die Programmatik der FDP einfließt. In diesem Sinne herzlichen Dank auch für den Realitätscheck, Sophie, und dir, lieber Andreas Pinkwart, für den fundierten Beitrag als Wirtschafts- und Innovationsminister. Davon kann man sich nur mehr wünschen mit Parteibuch der Freien Demokraten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Vielen Dank für das Interesse und das Zuschauen. Und ich glaube, wir geben jetzt wieder ab an die Regie und dann an den Parteitag zurück. Vielen Dank.